Sonntag, und zwar Vatertagssonntag bei uns. Und wir bereiten gerade das Frühstück vor, also ich mit den Kindern. Der Patrick hat jetzt gerade für den Papa eine Guacamole gemacht, mit richtig verschlafenem Gesicht hier. Guacamole. Die Michelle macht jetzt, was machst du denn? Die Gurke. Sehr brav. Und die Lara möchte noch ein Bild malen, deswegen sitzen wir hier. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen rausgeholt, die man dann, also genau, Patrick, super, danke, auf diesem Tablett dann so raustragen werden. Der Papa sitzt im Garten und wartet, die Luisa schläft noch. Und die Lara und ich werden jetzt schnell noch ein Bild malen. Lara, was der Papa hat gesagt, er wünscht sich ein Bild, wo du mit ihm bist. Ja? So, hol mal einen Stift. Welchen magst du nehmen? Ich suche die Farbe. Und mal den Kopf. Ich hab mal einen. Mal den Kopf vom Papa. Ein Kreis. Ich will noch einen Kreis machen. Oh ja, mach mal. Mach mal einen Kopf. Ich male ihn und du kannst ihn ausmalen. Ja? Papa und Lara. Dann suche ich für den Papa eine Rot für die Haare. Oder Gelb, oder? Gelb für die blonden Haare. Komm, mal mal aus. Das mal mal das Gesicht. Meinst du? Mama. Malen wir den Papa größer. Aber Papa hat einen großen Kopf, nicht einen Mini-Kopf. Sehr gut. Okay, jetzt machst du die Haare von Papa mit Gelb. Das Bild wird sehr schön ausschauen. Der Papa wird sich sicher freuen. Du musst fester aufdrücken. Schaut mal. Papa und Lara. Machst du dir ein lilanes Kleid? Ich kann noch ein Kleid machen. Na komm, sicher, mach so und so. Ich kann noch ein Kleid machen. Das war auch immer mein Kleid, so wie ich es auch immer mache. Okay. Genau. Dann geht. Wo ist die Hautfarbe, ne? Hautfarbe? Ich mal den. Ich mal den bitte dann. Was? Hat dein Kleid? Deine Hose. Wir warten auf diese. Und schwarze Schuhe. Mhm. Und ich habe eine kurze Hose. Na, das ist ein Kleid. Ein Kleid. Ja, komm mal, die Füße langer. Muss ich mal was an? Ja, noch nicht da. Und jetzt lila Schuhe. Okay. Dann zu mir runter hier. Kannst du mir Stöckelschuhe? Stöckelschuhe? Ja, wir sind das immer. Die Lache ist aber groß. Passt das so? Ja. Oder ja, so mal. So wollte ich. Die Leifenschuhe. So, wir gehen jetzt zum Papa raus. Pief! Ich bin. Ja, die Lisa ist auch schon wach. Aber hat sie ganz schön gelebt, Lara. Gell? Die mag ihre Schuhe. Sie hat ganz schöne Schuhe. Au! Es tut weh. Sie hat ganz schöne Schuhe. Und der Papa auch. Der schaut ein bisschen unterschiedlich aus, aber ja. Ja, ich könnte das noch nicht gut machen. Das hast du super gemacht, Lara. Danke schön. Hau rein. Dein Vatertags. Also. Dein Vatertags Avocado-Aufstrich. Ah, danke schön. Selbst gemacht von Patrick, ohne Knoblauch. Ja. Der schmeckt noch besser mit Tomaten, aber darfst du ja nicht, oder? Am Morgen dann so. Wieder. Am Abend. Ja. So. Hat er Salz? Ja. Bitte schön, auch Salz hier. Leichtes Gehäuse. Oh, wer will Brot? Ich bitte. Wer will noch Brot machen? Lara, du auch? Brot? Eigentlich Butterbrot. Butterbrot ist es. Location-Wechsel, es war zu kalt draußen, deswegen nochmal. Denn jetzt will ich.
Nur Mimosen. Michelle will jetzt auch ihre Geschenke an den Papa geben. Also erste. Wow. Und aber eine Krawatte hat mir wirklich gefällt. Ah. Ich habe sie im Bad, was ist es? Von Fristen. Fristen Familie. Fred Feuerstein. Fred Feuerstein. Lieber Papa, hör mir zu. Ich kann das nicht reden. Sie singen mir jeden Vatertag so. Immer so, du kleine Heulsusi. Geh los, sollst du die Michelle vorlesen? Ja. Du musst meine Tür wieder zumachen wegen den Hunden. Lieber Papa, hör mir zu. Keiner ist so cool wie du. Danke, dass wir Späße machen, dass wir toben, dass wir lachen, dass wir uns so gut verstehen. Papa, das ist wirklich schön. Doch, der Bauer ist sehr nah am Wasser. Das Allerbeste ist, dass gerade du mein Papa bist. Oh Papa, du Mimosi. Und was hast du noch für einen Griller? Weil du ja gern grillst. Und der Patrick hat auch was also von uns allen. Was? Was? Ja. Das war mit der Kuhfarbe gemalt. Ja. Ja. Das ist echt schön. Mhm. Dankeschön. Oh. Oh. Das schaut so aus. Wow. Heiß. Aber so ist ja ganz gut. Kuss an alle geben. Dankeschön. Kuss von mir. Von Mama. Mama auch Kuss. Danke Mama für alles. Wieder aber. Lisa Kuss. Lisa. Papa, was ist? Kuss. Dankeschön. So, wir werden jetzt noch ein bisschen den Vatertag genießen und wir melden uns später. Vatertag. Am Vatertag muss der Papa Videos schneiden. Wir haben uns jetzt ins Schlafzimmer verkrochen, weil mir leider... Hier noch ein Pyjama. Hier, ich... Nein, ich nicht. Weil mir natürlich mal wieder, was glaubt ihr, übel wurde. Deswegen haben wir uns hergelegt. So, meine Lieben, bei uns regnet es wie aus Kübeln. Richtig krass. Trotzdem haben wir uns gedacht, wir fahren kurz zum McDonald's, oder? Ja. Ja, weil heute kein Bock auf Kochen und... Heute haben wir Küche frei. Ja, aber der Papa ist Vatertag, deswegen hat er auf jeden Fall fahren wir jetzt schnell zum Mäcki und haben die Kinder eingetütet und bei uns regnet es halt extrem, schaut mal. Wobei jetzt geht's wieder, gell? Als wir ins Auto gestiegen sind, hat es noch stärker geregnet. Im Haus. Ja, schaut mal meine Hose, sie ist richtig nass. Meine auch. Und Papas, meine ja. Auch. Wir haben jetzt vergessen zu vloggen. Wir sind schon auf dem Weg nach Hause. Das Essen ist schon weg. Ich habe gegessen einen Hamburger und einen Chicken Nugget. Papa hat nur Pommes gegessen, aber Papa ist eigentlich noch auf Diät, weil der muss ja morgen was für Laktose testen, gell? Ja. Die Hunde haben auch schon alle gegessen. Jetzt fahren wir nach Hause, es regnet wieder extrem arg. Betty, Vater, dich. Ja, ja. Zu Hause angekommen, wird wieder gekuschelt. Der Beef muss herhalten zum Kuscheln. Der Beef hat mir heute gesagt. Was sagst du? Was hat der Beef gesagt? Alles Gute zum Vatertag, Papa. Hat er gesagt? Oh. Wir haben gleiche Haarfarbe schon. Oh, Romy. Wie süß bist du? Schon wieder die Augen geholt. Die wird irgendwie immer lauter, gell? Ja. Oh, Bibi. Er ist der einzige Mann im Haus. Also, Entschuldigung. Was war das bitte? Er ist der einzige, der die Hose anhat. Er miaut, wann er will. Heute darfst du nichts machen. Heute ist Vatertag. Ja, deswegen muss ich mehr machen, oder? Ah, Lisa, deine Tasche! Lisa, deine... Wie schau ich aus? Also mit dir Finger mit dir. Ah, Mimi. Pyjama halt! Lisa, deine Tasche. Lisa. Lisa. Die Lisa hat gesagt, sie geht in die Schule, oder? Oh, Baby, tut weh? Nee.
Die Luisa hat hier Sauerei gemacht. Ach so. Hey, Papa! Papa! Aber du hast hier Chips am Boden geschmissen. Papa macht mir eine Glatze. Das ist keine Halde, ne? Nein, du hast in meine Hand gezogen. Das mit Absicht gemacht. Nein, das war. Du wolltest nicht reden. Warum die voll in die Haare? Schau, siehst du das in die Haare kurz? Mir geht's eigentlich immer am Abend am schlechtesten. Aber ich habe jetzt ein paar Sonnenblumenkerne geknabbert und das hat mir jetzt ein bisschen geholfen. Das hat mich wieder Übelkeit rausgeholt. Aber bei mir ist am Abend immer das Schlimmste vom Tag irgendwie. Muss ich mal liegen. Ich sehe jetzt auch schon so ein bisschen so Sternchen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich jetzt hier mich in den Display anschaue, dann sehe ich mich so verschwommen. Ich weiß auch nicht, was das liegt. Ob es jetzt am... Vielleicht so ein bisschen Kreislauf. I don't know. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall den Vatertag so gut wie möglich noch genießen. Der Papa möchte mit den Kindern noch was zu Abend essen. Ich werde jetzt nichts mehr essen. Ich esse zu Abend nämlich nichts mehr. Außer wenn ich richtig, richtig großen Hunger habe, dann esse ich meistens sowas Flüssiges, so eine Suppe oder irgend sowas Komfortmäßiges, also irgendwas, das flüssig ist. Aber jetzt habe ich keinen Hunger, weil ich diese Sonnenblumenkerne geknabbert habe. Und ja. Deswegen werde ich mich jetzt auch vom Vlog verabschieden, bevor es mir dann wirklich schlecht geht, dass ich mich zumindest jetzt noch mehr abmelde. Ja, das war's von uns. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und tschüss.